ich muss schlecht spielen, um zu gewinnen. Sobald ich gut spiele, sind die Games nicht winnable. Jetzt ist die Frage, versuche ich im nächsten Game abzuziehen. Who's that Pokémon? No way for you! Aber bitte auf Smurf-Accounts in Silber für den YouTube-Content. Nee, wir legen noch eine Schippe drauf. Wir machen Smurf-Accounts in Iron-Burst. So ein paar schöne Iron-Smurf-Accounts. Da wäre doch was. Wenn der Ceri Ben sagt, dann bin ich Ceri. I don't like Ceri very much. Wir haben actually gute Bands hier, würde ich sagen. Wolltest du nicht mal Merch rausbringen? Ich bin da gerade dabei, ja. Aber ich muss das... Es gibt eine Menge Sachen, die geklärt werden müssen. Ne, also juristisches... Bürokratisches, Fertigungsstätten, Zertifikate, dann die Agentur und das Fulfillment Center, mit der man zusammenarbeitet. Ich bin da seit ungefähr 3 Monaten beschäftigt. Ich habe schon haufenweise verschiedenste Proben hier, ne? Nautilus? Das sieht gut aus hier, oder? Er hat noch nichts gesagt. Also ich werde immer komplett ignoriert, wenn ich versuche, mit meinem Team zu kommunizieren. Das merke ich schon, ne? Das merke ich aber schon, dass der immer komplett ignoriert werde. Ich will ein Ganzkörper-Flammkuchen-Kostüm, bitte. Immerhin werde ich das Schlechteste, ne? Oh, nice. Unser Jungler hat noch nie Grace gespielt. Geilo. War der Trade okay? Geht so, ne? Oh, da geht leider nur einen tötet. 8000 Euro sind doch nur Pier. Leute, das ist ein Riesenprojekt, das jeden Tag Zehntausende von Zuschauern erreicht auf Twitch. Also dafür ist das echt ein völlig akzeptabler Preis bisher. Ich hätte nicht reinhocken dürfen. Das geht nicht leider. Aber, maybe, kann Vogel was machen? Ich hätte da auf den Ding nicht hören. Wait, what? Nice. Nice. Sehr, sehr schön von unserer Xayah gespielt, by the way. Aber sehr, sehr beautiful. Also, wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Projekt. Ich bin auch bereit, da ein bisschen Geld zu investieren, um das cool zu machen für meine Mitteilnehmer und für euch. Ich glaube, am Ende des Tages profitiere ich davon in langer Sicht, wenn ich dafür bekannt bin, dass ich coole Events aufstelle. Ja? Ich meine, klar ist das erstmal, das ist halt eine Investition in die Zukunft, ne? Jetzt habe ich die Strukturen, jetzt habe ich die Möglichkeiten, jetzt kann ich solche Events machen. Die Leute haben den Kleinparton gesehen, der ist sehr, sehr gut gelaufen. Den Teilnehmern hat es gefallen bis hierhin. Toi, 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 ne? Da gibt es noch keine Reibereien. Es ist spannend bis zum Ende. So, und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt, wisst ihr? Wenn du Teilnehmergebühr verlangst, macht halt keiner mit. Weil manche Leute machen legit nicht mit, wenn du sie nicht bezahlst. Und dann, die kann ich mir halt nicht leisten, ne? Weil die wollen halt dann halt Influencer-Budget haben oder Influencer-Gehälter. Und die kann ich halt nicht bezahlen. Im Endeffekt zahlt ja jeder eine Gebühr von 100 Euro. Ja gut, klar, aber nicht an mich, ne? Das ist, glaube ich, was er meint. Aber also ich bin ehrlich gesagt, bis jetzt, so wie das gelaufen ist, bin ich super zufrieden. Ich finde, das ist gut gelaufen bis hierhin. Der Baus wollte nicht mitmachen, doch der Baus hat am Anfang zugesagt und war ein großer... Tatsächlich, das war jemand, der mir sehr geholfen hat, andere Teilnehmer zu finden. Aber der hat dann selber kalte Füße gekriegt. Weil das halt so, also das kann halt sehr, sehr zermürbend sein, wenn du halt abliefern möchtest, aber halt nur, also halt nicht gewinnst. Und dann die Zuschauer machen dir Druck und die anderen Teilnehmer und du selber und so. Haben die mich gerade 5 Mann? Ornult, Xerath-Ult, Pike-Ult. Das ist eine Menge Commitment gewesen, muss man sagen. Ja. Oh mein Gott, wenn ich einen Millimeter weiter vorne stehe, haben wir dann einen Kill. Unser erster Killparty ist Asian ist da, Leute. Let's go. Ich glaube, das wird leider halt später ein sehr schweres Game, oder? Ich glaube, wir werden brutal outskillt, wenn der Graves nicht gut spielt. Nice, Mann. Ich bin so bad, das ist Game. Ah.
Hä? Töte sie doch! Okay. Das, also ich dachte, das hätte sie davor machen können, das ist ja immer da. Der Fight sieht aber sehr gut aus jetzt, ne? Hinter down. Nice. Sehr gut. The rough one, boys. Das wäre wieder so dieser typische, ne? Wir haben gerade eins unverdient verloren. Wie wär's denn jetzt mit einem unverdienten Win? Der war voll gut. Der hat gerade mit einem Auto-Attack gestealt, unser Graves, ja. Alter, ich spiele das so beschissen. War eine gute Aktion insgesamt. War eine gute Aktion, Boys. Das sieht nach einem winnable Angle aus hier worden. Sehr verdient. Das ist ja, also aktuell, ich muss schlecht spielen, um zu gewinnen. Sobald ich gut spiele, sind die Games nicht winnable. Jetzt ist die Frage, versuche ich im nächsten Game abzusehen. Das Problem, das wir haben, ist, dass die einen sehr, sehr gefeedeten Xeraten jetzt haben. Und wir müssen den Xerat killen. Wenn wir den Xerat nicht killen, killt er jetzt unser ganzes Team. Na, wie kommen wir an den ran? Alter, ganz stark die Zahl, ne? Nice, das haben wir exzellent gebaitet da. Das ist, was mich ausmacht als Supporter. Jetzt den Vigilant Wardstone Alibi-mäßig kaufen. Dann einmal wieder losflitzen hier. Allein meine Präsenz reicht, dass die Gegner da Abstand nehmen. Sehr gut. Allein meine Präsenz reicht. Und dann gehen wir wieder los hier. Excellent. Auch hier wieder, die Gegner werden sich jetzt sicher fühlen. Werden jetzt hier für den Engage schauen. Und das ist der Moment, wo sie den Fehler gemacht haben. Seht ihr? Exakt hier. Jetzt traden wir Support für Support. Wieder mal brillant. Wieder mal brillant vom Dönn. Können ich einfach für den Dragon gehen? Das wäre Seele. Multiplayer. Nicht so gut. Das muss schlecht sein von denen, oder? Ja, das hat auch. Okay, nice. Schade, dass ich meinen Sonja jetzt nicht noch gefunden habe, ja. Nice. Ich bin wie ein Anker mit Nautilus, ne? Ich bin wie ein Anker, aber dieses Mal für mein Team und nicht fürs Gegnerische. Das ist leider der falsche Anker gerade. Und der spielt ganz normal weiter. Den Xerath-Spells rausgepengt da, das Team. Ja, der Xerath macht Damage. Der Xerath macht in der Tat sehr viel Damage. Ey, das ist ja so lustig heute. Das ist ja so ein unverdienter Win, wenn wir ihn kriegen. Also aktuell, wir haben jetzt unverdient verloren, unverdient gewonnen, dann unverdient verloren und jetzt sieht's gerade so aus, als würden wir hier einen unverdienten Gewinn wiederbekommen. Bald ist Elder dann auch. Schön, ob wir davor vielleicht schon gewinnen können. Ja, der hat Mages, der Xerath. Und sie haben Ohren-Items jetzt überall. Boah, Leute, ein schlechter Fight und es ist verloren. Ich muss nur einen guten Engage finden, aber ich weiß legit nicht wie. Ich bin so weak.
Okay, der Fight war gut. Okay. Der Fight war gut. Mein erster guter Fight und direkt gewonnen. Ich habe Ornn Ulti Knight, ich habe die rausgebaitet, ich habe meine Hooks gehittet, ich habe mein Locket richtig gemacht, ich bin tot am Turret. Erster guter Fight, wie du erzählst. Ja, du bist leider nicht falsch, ne? Also hätte ich die ganze Zeit nur einen guten Fight spielen müssen und wir hätten gewonnen. Ja, dammit. So, 4-2. Ich muss auch meinen Ade-Carry honoren. Der tut mir schon sehr leid, mit so einem Support landen zu müssen. Das war schon nicht so gut.